Mami, warum sterben in unserer Familie die Leute immer so plötzlich? Mama? 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 Sagt der Vater. Sohn, ich habe all dein Spielzeug dem Kinderheim gespendet. Sagt der Sohn. Warum hast du das gemacht? Daraufhin der Vater. Damit es dir dort nicht langweilig wird. Treffen sich zwei Piloten. 130 Tote. Ich weiß gar nicht, welches Kind meine Frau meint, das ich angeblich unfair behandle. Thomas, Anton oder das Fette? Patient. Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Da sagt der Doktor. 10. Da sagt der Patient. Wie 10? 10 Monate, Wochen, Tage? Daraufhin der Doktor. 9. Es ist interessant, wie man in den verschiedenen Sprachen der Welt für Hunde andere Laute macht. In den USA macht der Hund Wuff, Wuff. In Deutschland Wau, Wau. In Tschechien Haff, Haff. In Holland Blaff, Blaff. Und in China Brutzel, Brutzel. Ich wurde gerade von den Nachbarskindern zu einer Wasserschlacht herausgefordert. Ich putze mir nur noch schnell die Zähne und sobald das Wasser fertig gekocht hat, kann es losgehen. Eine Oma beim Arzt. Wo ist eigentlich das Herz? Sagt der Arzt, 2 Zentimeter unter dem Brustwarzen. Nächsten Tag in der Zeitung, Frau wollte Selbstmord begehen und schoss sich ins Knie. Boah, ist der Junge da drüben hässlich. Das ist mein Sohn. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin seine Mutter. Die Frau zu ihrem arbeitslosen Mann. Hier in der Zeitung steht, dass die Polizei einen Mann sucht, der Frauen belästigt. Wäre das nichts für dich? Ein Mann, der seine Frau umbringen will, geht in die Apotheke und verlangt Cyankali. Der Apotheker, tut mir leid, ich kann Ihnen das nicht einfach so rausgeben. Der Mann holt ein Bild von seiner Frau aus dem Portemonnaie. Daraufhin der Apotheker, Verzeihung, ich wusste nicht, dass Sie ein Rezept dabei haben. Die Frau stöhnt voller Schmerzen auf der Geburtsstation. Da sagt er, es tut mir so leid, mein Engelchen, dass du das durchstehen musst. Da sagt sie, mach dir keinen Kopf, du kannst ja nichts dafür. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee-Jumping? Beim Tennis hat man 2 Aufschläge. Sagt der Doktor, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche müssten Sie zuerst hören? Sagt der Patient, die gute. Der Doktor, ich wollte Ihnen mitteilen, dass Sie nur noch eine Woche zu leben haben. Da sagt der Patient, und die schlechte Nachricht? Sagt der Doktor, ich versuche Sie seit einer Woche zu erreichen. Ein Mann ist letztens an einem Pfannkuchen erstickt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. War gerade in der Drogerie. Zuerst habe ich mich ein bisschen gewundert, dass die Intim-Deos mit Zitronenduft verkaufen. Aber dann ist mir eingefallen, dass Zitrone perfekt zu Fisch passt. Papa, hast du gestern noch im Bett mit Mama Weißwurst gegessen? Nö, wieso? Auf dem Nachttisch habe ich noch die Haut gefunden. Ich werde nie die ersten Worte meines Sohnes vergessen. Wo warst du die ganzen 16 Jahre? Ich habe dir Schokoplätzchen gebacken. Es ist eine Entschuldigung dafür, dass ich dein Auto in Brand gesetzt habe. Was hast du gemacht? Dir Schokoplätzchen gebacken? Echt nur Opfer bei mir auf der Arbeit. Karl-Heinz, 57, Unfallchirurg. Sohn, Mami, Mami, Vater hat sich auf dem Dachboden aufgehängt. Sagt die Mutter. Was? Der Sohn. April, April. Das war nur Spaß. Er hängt in der Garage. Wenn ich dir schon Frühstück ans Bett bringe, dann möchte ich ein simples Dankeschön und kein Was zum Teufel machen Sie in meinem Haus. Mami, darf ich die ganze Schüssel auslecken? Nein, Fritz. Du drückst die Klospülung wie jeder von uns auch. Was macht ein Mann ohne Beine? Sackhüpfen. Sohn zum Vater. Papa, kannst du mir deine Taschenlampe leihen? Meine Freunde und ich haben heute Abend eine Verabredung mit Mädchen im Park. Da sagt der Vater, dafür brauchen wir damals keine Taschenlampe. Sagt der Sohn, tja, so sieht Mama auch aus. Fritzchen bringt Opa ein Büschel Gras. Da sagt dieser, was soll das? Sagt Fritzchen, Papa meinte, dass wir mal viel Geld bekommen, wenn du ins Gras beißt. Beim Arzt. Sie sind so übergewichtig, dass Ihr Herz bereits Schaden genommen hat. Wenn Sie nicht etwas ändern, gebe ich Ihnen noch 6 bis 12 Monate zu leben. Oh nein. Aber keine Sorge, wir kriegen das mit einer kalorienreduzierten Ernährung schnell wieder hin. Oh nein.
Beim Jobinterview. Was würden deine Freunde sagen, was deine größte Schwäche ist? Ich habe keine. Ach komm Sie, jeder hat welche. Ich habe keine Freunde. Du Schatz, ich hätte ja echt nicht gedacht, dass unser Sohn es mal so weit schaffen würde. Stimmt, das Katapult ist wirklich geil. Hol mal unsere Tochter. Anscheinend lassen ca. 30% der Haustierbesitzer ihre Tiere bei sich im Bett schlafen. Das habe ich dann auch mal probiert. Mein Goldfisch ist jetzt tot. Wenn dir dieser Witz gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn du auch in Zukunft weitere Witze bekommen möchtest.